Wir fangen mit Functions an, jetzt in Minecraft KI. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft KI. Und ja, ich hatte in der letzten Episode ja ein paar Kommentare rausgesucht, beziehungsweise ein paar Kommentare beantwortet. Und ungefähr ein bisschen später kam dann ein netter Kommentar von LCLP. Warum benutzt du keine Functions? Die gehen doch mal schneller, zumindest von der Performance. So. Das Problem ist, ich kannte Functions noch nicht und riesen da, ja, wow, zack, dass du mir das gesagt hast, weil das ist echt eine ziemlich geile Idee. Und falls ihr nicht wisst, was Functions ist, das ist einfach ein Dokument, beziehungsweise eben ein Programm oder einfach eine Textdatei, die einfach Command-Blocks von oben nach unten ausführt. Und ich habe mal, damit ihr seht, wie das geht und ob ich das überhaupt kann, ich habe mich ja so eine Stunde damit beschäftigt. Gönnt euch das, Leute. ich habe schon ein bisschen was geschrieben. Und zwar, ich werde das jetzt einzeln erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich werde es ab sofort so machen. Ich werde ab sofort alles hier drin machen. Das heißt, Command Blocks weg. Es wird keine Command Blocks mehr nötig sein, außer der eine hier, damit die KI entsteht, aber das werde ich sowieso auch noch dann ersetzen durch hier einfach einen Command, den ich hier einfügen werde. So, was das Ganze macht, ist, wir haben hier ein paar Scoreboards, die hinzugefügt werden am Anfang, falls der Command, also falls das Skript hier zum ersten Mal läuft. So, dann wird Skip 0 gesetzt, das ist wichtig. Und dann fängt es an. Hier, es wird getestet, ob sich unter der KI ein Block befindet. Ist dieser nicht vorhanden, wird die KI in einen Block nach unten teleportiert. Was passiert? Ich execute den Armor Stand. Wichtig, Skip ist 0. Ist das der Fall, wird gesagt, einen runtergehen bitte machen. Dann wird gesagt, ist runtergehen. Dann wird ab sofort alles, was hier drunter ist, wird geskippt. Das heißt, hier, es muss immer die Bedingung skip gleich 0 sein, damit es weitergeht. Und wenn das auf 1 ist, folglicherweise wird alles darunter geskippt. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, hey, wenn das der Fall ist, brech an dieser Stelle die Function ab. Ich will aber übrigens auch alles in einem Dokument haben. Das heißt, ich will alles hier drin haben, deswegen mache ich das auf diese Weise. So, ist das der Fall, dass wir dieses Runtergehen 1 haben, dann wird der Spieler 1 nach unten teleportiert. Funktioniert einwandfrei, ich habe damit, also bei mir funktioniert es halt einwandfrei. Finde ich auf jeden Fall gut. Dann wird am Ende, sollte das eigentlich, genau, das wird hier eigentlich zurückgesetzt. Das müsste aber jetzt eigentlich mal hier oben. So, zack. Und ist das passiert, geht es weiter. Es wird getestet, ob sich eine Wand vor der KI befinde. Ist dies nicht vorhanden, geht die KI nach vorne. Das ist das gleiche hier. Diesmal gibt es zwei Bedingungen. Einfach, dass vorne, unten und oben jeweils ein Block frei ist. So, und damit ihr auch wisst, dass das Ganze funktioniert, mache ich eben Reload. Zack. Und spawne mal eben hier meinen kleinen Armor Stand. Und ich mache mal kurz HS. Was war das? HT... Okay, es war HT. Und zwar, ich hatte gerade eben noch Minecraft per Lautsprecher. Also ich habe ein paar Videos geschaut und mich damit beschäftigt. Dann habe ich das anscheinend Minecraft auf Lautsprecher gestartet. Aber mit Steuerung T ist es, glaube ich, wird das alles wieder weggemacht. Ja, genau, sehr schön. So, dann schlage ich vor, slash function, ja, VPNV KI. Und die KI, ich mache jetzt mal nicht Loop, weil ihr werdet gleich sehen, warum ich nicht Loop mache, weil ich will das ja erstmal demonstrieren. So, das geht runter, zack, geht nach vorne, fällt wieder runter, zack, zack, zack. So, und jetzt sagen, hey, du willst doch nicht die ganze Zeit diesen Command einfügen oder etwa doch. Dann gebe ich jetzt schnell mal ein Game Rule, Game Loop Function und dann meine Funktion und jetzt passt mal auf. Das war jetzt schon ziemlich schnell, oder? Also, es scheint wunderbar zu funktionieren mit der Function. Und das werde ich auf jeden Fall weiterhin verwenden. Und was wir jetzt machen werden, das habe ich vor dieser Episode, ist, es wird getestet, ob sich eine Wand rechts von der KI befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, geht sie nach rechts. So, es wird getestet, ob eine Wand rechts
von der KI befindet. Ist dies nicht vorhanden, geht die KI nach rechts. So. Was wir also jetzt machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir kopieren das komplett hier rein und wir brauchen noch zwei Dummies wieder. Das heißt zwei Scoreboards. Nach rechts gehen, nennen wir das Ganze einfach mal. So. Gut. Als allererstes wird getestet, ob der Score 0 ist, wie immer. Dann müssen wir jetzt anfangen zu schauen, was heißt denn für die KI nach rechts gehen? Welche Koordinate wird wie verändert? So, und das wäre in dem Falle, x wird minus 1. Das heißt, wir schauen jetzt hier, zack. Zack, das heißt, hier kommt minus 1 hin, hier kommt auch minus 1 hin und da die größere 1. So, ist das der Fall, dann wird das nach rechts gehen geändert. So, zack, rechts gehen 1 und hier haben wir nach rechts gehen 2. Sehr schön. So, ist dies der Fall, machen wir hier, müssen wir noch nach rechts gehen. Nach rechts. Die Vorschläge sind manchmal ein bisschen buggy. Und jetzt packt es unnormal, beziehungsweise hier ist einiges falsch drin. So, jetzt müsste es aber richtig sein. Score, nach rechts gehen, genau. Nach rechts gehen 2. So, dann müssen wir wieder hier nach rechts gehen. Einfach umändern und hier auch noch nach rechts gehen umändern. So, jetzt das Wichtigste ist eigentlich die Rotation. Die müssen wir kurz herausfinden, was die richtige Rotation ist. Das heißt, wir kopieren mal kurz den Command und fügen den hier ein. Und ich meine, es ist ein 90. Ich bin mir aber gerade ziemlich unsicher, was das angeht. Und was wir aber machen, ist erstmal hier das komplett löschen. Zack. Und wollen hier 90 hin machen. Sehr gut. Genau. 90 ist richtig. Das heißt, zack, gehen wir hier rein und geben hier die 9 ein. Und hier müssen wir, haben wir. Und das muss aber noch nach rechts gehen. Zack. Und das muss auch nach rechts gehen. So, kurz überprüfen, habe ich alles. Das müssen wir auch noch eben machen, nach rechts gehen. Nach rechts gehen 1. Und das ist nach rechts gehen 2. Zack. So. Ich gehe nochmal kurz drüber. Ja, skip 0, bla bla bla. Rechts gehen 1. Skip, bla bla bla. Nach rechts gehen 2. Ist das der Fall? Wird geskippt ab sofort in Zukunft. Zack, das ist richtig. Rotation bitte. Nach rechts gehen 1, nach rechts gehen 2. Alles Minimum. KI, genau. Teleport. Haha, da habe ich schon den nächsten Fehler, den ich kurz beinahe gemacht hätte. So, das Ganze speichern wir jetzt hier nochmal. Zack, gehen in Minekraft rein. Destroy nochmal kurz hier unseren Boy. Und was wir jetzt machen, ist ein bisschen Kurvenarbeit. Das heißt, wir vergrößern hier mal unsere Arbeitsfläche so ein bisschen. Damit die KI auch nochmal so ein bisschen hier rumspielen kann. Zack, zack. Die wird darunter fallen, genau. Dann soll sie bitte darunter, hier um die Ecke, hier durch. Und dann hier wieder um die Ecke gehen. Und dann wird sie vermutlich, also sie sollte, ich zeig's mal kurz, sie sollte am Ende hier rauskommen. Erst einmal, also kann ja sein, dass das nicht der Fall ist, aber wir schauen einfach mal. Also Reload und dann machen wir Function. So, zack, 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 zack. Ich mach mal hier alles langsam. Zack, zack, zack. Jetzt müsste sie... Oh mein Gott. Schaut euch das an. Schaut es euch an. Oh Leute, ich bin so glücklich, dass das funktioniert, ne? Ich find's irgendwie richtig cool. Und jetzt nochmal kurz in Schnelldurchgang. KI, zack. Und ich spawn nochmal. Ja, die ist... dezent schnell. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Je mehr wir hinzufügen, desto schneller wird die. Aber das war jetzt schon... Wie soll ich sagen? Das war schon ziemlich gut.
So, was wir natürlich dann auch machen können, ist, dass die nach links gehen kann und alles. Das müssen wir auch dann alles hinzufügen. Gegebenenfalls müssen wir überlegen, dass hier nicht so eine Schleife entsteht. Das müssen wir dann eben immer weiter erweitern. Und dann schauen wir einfach mal. So, dann schlage ich vor, mache ich so offscreen erstmal hier ein bisschen weiter. Das heißt, ich werde nach links und das, zurückgehen ist eigentlich unnötig, ne? Obwohl, man kann machen, dass, wir machen, dass der zurückgeht. Und dann werden wir nächste Episode uns darum kümmern, dass, wenn er eingeschlossen ist, denke ich. Und dann werden wir uns später darum kümmern, dass der auch Blöcke hochgehen kann, die ein Block hoch sind und so weiter und so fort. Gut. Ich denke aber, das war's erstmal mit dieser Episode. Falls ihr noch Vorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Hier geht's oben rechts zur letzten Pissenhaus-Episode. Falls ihr die echt noch nicht gesehen habt, schaut ihr euch bitte an. Geht um Upload und alles. Unten rechts normales Video. Und links könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich würde mich super über eine positive Bewertung freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.